Hallo, das wird eine Videoantwort für den Kanal Grasi. Hallo Grasi, herzlichen Glückwunsch zu 1000 Abonnenten plus. Du hast einen tollen Kanal. Ich wünsche dir an deinem Kanal weiterhin viel Erfolg. Du wolltest von uns eine Videoantwort, was wir uns für unser Hobby Bushcraft, Outdoor, Survival selbst gebastelt haben. Das zeige ich dir später Indoor, aber bei dem schönen Wetter wollte ich auf jeden Fall einen Teil Outdoor drehen. Das ist der Teil hier draußen, den Rest später Indoor. Das unterteile ich in drei Bereiche. Einmal so Transportsection, die ich mir selbst genäht habe. Dann Kocher. Und der dritte Teil ist Kochgeschirr und dafür Abdeckung, also Deckel praktisch. Gut, dann hoffe ich, du hast viel Spaß mit dem Video und bis später Indoor. Tschüss! So, hallo Grasi, jetzt der Indoor-Teil. Das ist der Stoff, den ich mir gekauft hatte, um meine Transportsection zu nähen, die Überreste davon. Also das heißt, ich kann noch ein bisschen nähen. Und hier vor einem sieht man die verschiedenen Sektionen. Hier ein etwas größerer. Man sieht auch, die sind nicht alle genau gerade und nicht ausgemessen. Ich habe die an zwei Abenden relativ fix zusammengenäht. Der ganz große links außen hinten, der ist für meine Isomatte. Ich gehe gerade mal kurz hin. Das ist der hier. Da ist dann eine Isomatte drin. Hier zum Beispiel einer fürs Essbesteck. Da ist der Stainless Steel Kochset drin. Hier sind ein paar Schnüre, Paracord und so. Hier Zeltheringe. Da so ein Tarnnetz, ein kleines. Hier mein Tarp. Das British Shelter Sheet. Und hier sind auch noch mal so ein paar Schnüre drin. Ja, das wären die Sektionen. Ich baue jetzt mal kurz um und hole dich dann wieder dazu. So, jetzt kommen wir zu den Kochern. Das ist mein IKEA-Hobo. Hier habe ich aus einer Dose hier unten so einen Ascheauffang gemacht. Da halten wir das Ganze einfach von vier Schrauben. Für den Hobo habe ich verschiedene Aufsätze. Hier zum Beispiel den für das Stanley Steel Set. Passt genau drauf. Passt da einfach optimal. Kann man auch in einem von meinen Videos sehen. Eins relativ am Anfang, das bei dem Lost Place, bei den Steinbrüchen. Dann kommt jetzt der Bundeswehr S-Speed-Kocher. Den habe ich natürlich nicht gebaut selbst, aber ich habe modifiziert. Der ist natürlich auch in so einem Transportsektion normal. So, das ist der allseits bekannte Speedcore von der Bundeswehr. Hier habe ich mir so einen Windschutz gemacht. Den hat mal der Michael Monti vorgestellt. Der Aufsatz, den habe ich mir da noch dazu gebaut. Und den Brenner dafür, weil der Speed relativ teuer ist, den habe ich mir nach der Anleitung von Bushwival gebaut. Das ist der hier. Man stellt das gerade runter. Dann da rein. Füllt das mit Brennspiritus auf. Und kann dann loslegen. Gut, das wäre jetzt der Teil 2. Wo es um die Kocher geht. Ich hole jetzt gerade das Kochgeschirr und die Deckel und hole dich dann gerade wieder dazu. So, jetzt kommen wir zum Kochgeschirr. Ein ganz einfacher Becher aus Edelstahl. Dafür wollte ich einen Deckel. Da habe ich eine Konservendose genommen, Loch reingebohrt, Schraube durch und mit einem Stück
Haselnusszweig in den Griff gemacht. Wenn der Deckel heiß ist, kann man trotzdem prima hochheben. Das war so der einfachste Deckel. Dann vom US Feldbecher habe ich mir einen aus Aluminium gemacht. Das war der erste. Sieht noch ein bisschen wild aus, aber funktioniert. Hebt sogar ein bisschen. Und dann für das niederländische Kochgeschirr von der niederländischen Armee habe ich mir auch einen Deckel gebaut. Das ist der hier. Gibt auch ein Video dazu, das tue ich unten in der Beschreibung verlinken, falls es dich interessiert oder jemand anders. Ja, das sind die Sachen, die ich mir für das Hobby Bushcraft, Survival, Outdoor selbst gebaut habe. Ich hoffe, das ist so, wie du es dir vorgestellt hast. Ich wünsche dir und deinem Kanal weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, du hattest ein paar schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bis bald im Wald. Tschüss!